So, Lolle, heute mal nicht was vom Bedini-Chaos vom Schreibtisch oder sonst irgendwas in der Richtung. Schreibtisch kann man das eigentlich nicht mehr nennen hier, ne? Eieieiei. So, ich habe heute mal ein wenig hiermit herumgebastelt. Mein kleiner Raspberry. Lag jetzt schon einige Zeit wieder in der Schublade. Ich habe länger nichts mehr damit gemacht. Und hatte dafür noch diese wunderbare, schöne Relais-Platine. Ja, jetzt hatte ich keine Kabel dafür, habe mir dafür selber Adapter gebastelt. Das sind irgendwelche alten Kabelreste aus irgendwelchen Netzteilen, PCs oder sonst irgendwas. So hat man da sich für die Pfostenleiste, Pfostenstecker, wie sie auch immer heißen mögen. Naja, so, habe ich mir da weiter beholfen, hier vorne über die Lüsterklemmenadapter und so weiter und so fort. So, dann gibt es dazu im Internet wohl Anleitungen, wie man direkt das Ding verbindet mit dem kleinen Schnulli hier auf der Pfostenleiste hier vorne. Das war mir aber ein bisschen blöd, deswegen habe ich mir die Kontakte durchgemessen und habe dann hier hinten direkt auf der Steckplatine gearbeitet. So, kleiner lebst du noch, der Kleine ist noch da. Jawohl. Nein, ich arbeite nicht mit dem Monitor, ich habe sonst nur Remote Access. So, wichtig ist aber das hier. Da ist nämlich mein kleines Skript, was ich mir heute geschrieben habe. So, mal ganz auf die Schnelle. Das müsste ein bisschen so gedreht werden. So, weil wenn ich jetzt nämlich einmal hier auf On drücke, geht er da auf On. Und geht ich auf Off, geht er wieder auf Off. Und so kann ich hier jeden beliebigen nach Lust und Laune ein- und auch wieder ausschalten. Ein lustiges Spielzeug. Das Ganze hier ist auf dem Monitor Remote Access für den SSH. Da ist das Skript, was ich gerade schreibe. Und hier habe ich nochmal auch einen zweiten Rechner drin, mit dem ich natürlich von hier aus auch alles off schalten kann. So, und wenn wir das dann richtig sehen, ist auch tatsächlich alles aus. So, wer Interesse hat, dem kann ich gerne ein wenig weiterhelfen, wer etwas darüber wissen möchte. Eventuell mache ich davon mal ein Tutorial, aber ich bin begeistert, dass es funktioniert und wollte euch das zeigen.